Hallo, herzlich willkommen zu Europa hat die Wahl. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich freue mich sehr, Sie, Herr Manuel Sarrazin, heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Moin, moin. Sie kommen aus Hamburg, das hört man. Sie sind hier, damit wir heute über Europa sprechen. Und Sie sind sehr dafür prädestiniert, würde ich sagen. Sie sind jetzt seit 11 Jahren, habe ich mir ausgerechnet, für die Grünen im Bundestag. Und 2 ganze Legislaturperioden waren Sie der europapolitische Sprecher. Also Sie wissen um die Materie. Jetzt habe ich aber gesehen, seit einiger Zeit sind Sie jetzt mit Osteuropa vor allem befasst. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich dieser Fokuswechsel, denn gerade mit Brexit, mit Europawahl ist das Thema Europa ja so aufregend wie selten, sage ich jetzt mal. Also ich kümmere mich jetzt schwerpunktmäßig um die zentraleuropäischen Staaten in der Europäischen Union, um unsere östliche Nachbarschaft, Russland, Ukraine, Weißrussland, Moldau und um die Staaten des westlichen Balkans, Südosteuropa. Eigentlich ist das eine Region, in der im Moment nicht nur ganz wesentliche Entscheidungen anstehen, sondern die einerseits sehr davon geprägt ist, was die Europäische Union macht. Ja. Und andererseits, wenn in diesen Regionen Stabilität und Fortschritt nicht sich durchsetzen, wird das auch für die Europäische Union sehr gefährlich werden. Also es ist eigentlich ein Herzstück europäischer Politik, auch wenn es nicht in den Grenzen der Europäischen Union stattfindet. Verstehe. Ich habe gerade kurz den Brexit angesprochen und da diese Woche ja wieder Unglaubliches im britischen Unterhaus passiert, würde ich gerne auch noch kurz beim Brexit bleiben. Das Chaos ist groß. Ich weiß, kaum jemand weiß eigentlich, wie es weitergeht. Und trotzdem bin ich jetzt mal so frei und frage Sie, meinen Sie, wird Großbritannien nach dem 29. März noch Mitglied in der EU sein? Und falls ja, wie lange? Also ob eine Verlängerung heute beschlossen wird oder nicht und wenn ja, wie lange, kann ich nicht abschätzen. Ich denke, ich fürchte, es wird am Ende zu einem Hard Brexit kommen, ob der am 29. März stattfindet oder zum 1. Juni oder vielleicht Ende Juli. Aber ich fürchte, wir werden noch in diesem Jahr einen Hard Brexit erleben. Um den zu vermeiden, müsste man meiner Ansicht nach eine so langfristige Verlängerung von 1 bis 2 Jahren aussprechen, die überhaupt nötig wäre, damit die britische Politik sich zu klügeren Lösungen finden kann, die ich nicht für durchsetzbar im Unterhaus halte. So, das ist höchst bedauerlich, aber ich denke, wir sind gut beraten, uns auf das schlimmste Szenario vorzubereiten. Wenn man von diesem Szenario ausgeht, ist eine kurzfristige Verlängerung aber ja im Interesse aller. Ja, Sie haben gerade von einer Frist von 1 bis 2 Jahren gesprochen und der EU-Ratspräsident Donald Tusk hat ja gerade eben das heute auch vorgeschlagen, dass man doch bitte den Briten die Möglichkeit geben sollte, ein ganzes Jahr lang zu verlängern. Das wäre dann doch eigentlich nach Ihrer Argumentation hin ein Weg, den harten Brexit vielleicht doch zu vermeiden. Die Briten müssten dafür den politischen Willen anzeigen lassen, dass sie diese Verlängerung als Mittel zu einem bestimmten Zweck wollen. Und dafür müsste man glaubwürdig vertreten, was der Zweck sein soll, nämlich ein Norwegen-Modell oder wir bleiben doch drin oder whatever. Und das Grundproblem ist aber, dass sich ja die britische Politik nicht darauf einigen kann, was man will. Deswegen fürchte ich, dass dieser Weg von daher nicht möglich sein wird. Die EU kann jetzt nicht einfach sagen, wir geben euch 2 Jahre, um den alten Vertrag zu verhandeln. Mhm. Grundsätzlich hat die britische Politik von Anfang an den Fehler gemacht, sich viel zu sehr auf einen schnellen Brexit zu fokussieren. Es wäre viel klüger gewesen zu sagen, wir verhandeln 10 Jahre mit der EU. Mit Klugheit hat das sowieso nicht so viel zu tun. Ihre Kollegin Franziska Brandner war auch schon hier bei Europa hat die Wahl. Und sie hat gesagt, abgesehen davon, dass der Brexit an sich schon ein großes Übel ist, ist eines der großen Probleme, die dieses ganze Verfahren mit sich bringt, dass eben sehr viele sehr wichtige politische Entscheidungen und Debatten, die in der EU im Moment eigentlich anstehen, intensiv geführt werden müssten, davon überlagert werden und so eben nicht stattfinden.
Und sie hat da auch über Migrations- und Einwanderungspolitik gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was sich ihre Partei für den Europawahlkampf als ein Schwerpunktthema gesetzt hat. Da würde ich Sie jetzt gerne fragen, gerade weil Sie sich ja auch besonders jetzt mit Osteuropa befassen, wenn man sich Polen anguckt, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, kann es denn mit diesen Ländern überhaupt eine gemeinsame Lösung geben in diesem Politikfeld? Also erstmal muss man von den Regierungen ausgehen. In Polen beispielsweise haben 14 Stadträte die Seebrückenerklärung, also eine Erklärung unterschrieben, dass sie bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Beispielsweise Danzig hat das gemacht, auch andere große Städte. Es ist nicht so, dass die zentraleuropäischen Gesellschaften homogen hinter dem stehen, was Herr Orban so treibt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Man wird sicherlich mit der Regierung Orban keine Verteillösung hinkriegen. So, ganz klar. Allerdings die Verteilung, die wir vereinbart hatten 2015, über 160.000 Personen, die aus Italien und Griechenland innerhalb der EU verteilt werden sollte. Auch Deutschland hat sein Kontingent nur zur Hälfte erfüllt. Das heißt, auch diese Verteilung hat nicht stattgefunden. Und es gibt auch viele andere Regierungen, auch in Westeuropa, die bei der Frage der Verteilquote nicht so hilfreich sind. Nicht zuletzt übrigens die deutsche Bundesregierung, die bei der Frage der Verteilung von Flüchtlingen von den Schiffen, die von den privaten, von den zivilen Seenotrettern im Mittelmeer unterwegs sind, auch nicht immer vorne ansteht und sagt, wir nehmen die jetzt. Da sind die Franzosen und die Spanier viel progressiver als Herr Seehofer. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war letztes Jahr auch auf dem Lifeline-Schiff beispielsweise. Ja. Das heißt, in diesem Bereich Verteilung ist es meiner Ansicht nach politisch nicht ratsam zu versuchen, etwas über den Kopf der Zentraleuropäer hinweg zu machen, weil man damit nur denjenigen Kräften in diesen Gesellschaften nutzt, die das Thema als Spaltungsthema und nur nutzen wollen. Und ansonsten hilft es da meiner Ansicht nach nur zu sagen, wir haben echt einen großen Unterschied in der Auffassung, aber das wird man nicht gewinnen im Moment. Mhm. Könnten Sie da trotzdem vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was sind denn aus Ihrer Erkenntnis heraus möglicherweise auch Punkte, auf die man sich einigen kann, kleinste gemeinsame Nenner oder Ähnliches? Der wichtigste gemeinsame Nenner für Polen und für Ungarn, auch für die Tschechen und für die Slowaken, ist, dass Deutschland keine Grenzkontrollen einführt. Das ist etwas, was die AfD total sozusagen negiert. Die AfD tut so, als wäre sie der Anwalt von Polen und von Ungarn. Das stimmt nicht. Die AfD macht nur die flüchtlingsfeindliche Rhetorik mancher ungarischer und polnischer Politiker. Es ist das vitalste Interesse der zentraleuropäischen Staaten, dass es keine harten Grenzen von Deutschland aus nach Osten gibt. Das würde die Gesellschaften und die Ökonomien dieser Länder auf Dauer ruinieren. Und das ist ein Punkt, den die Grünen zum Beispiel mit der ungarischen Regierung, der polnischen Regierung teilen. Die Ausnahmen, die Deutschland bei Schengen eingeführt hat, die seit 3 Jahren immer wieder verlängert werden, dass in Bayern Grenzkontrollen sind, das ist etwas, was Zentraleuropa schadet, sagen die Grünen. Ja. Ansonsten ist es so, dass bei der Frage der verpflichtenden Verteilquote keine Kompromisse möglich sein werden. Aber trotzdem wird es Bereiche geben, wo man Sachen hinkriegt, beispielsweise bei der Frage von Organisation von Außengrenzen. Das ist nicht unbedingt, was die Grünen gut finden, aber da gibt es durchaus Möglichkeiten, mit den Zentraleuropäern zu reden. Und zum Teil sogar bei Möglichkeiten, sozusagen, was legale Migration angeht. Ja. Polen intensiviert gerade massiv die Möglichkeiten zur legalen Arbeitsmigration nach Polen. Mhm. Nicht nur aus der Ukraine, auch aus anderen Bereichen, weil sie ein massives Arbeitnehmerproblem haben. Sie brauchen Arbeitnehmer. Das heißt, auch diese Gesellschaften verändern sich ein bisschen in der Richtung, wie Deutschland sich auch verändert hat. Und die politischen Debatten sind zum Teil noch nicht so weit. Aber es ist nicht so, dass man nicht auch über manche Sachen reden könnte. Mhm. Insgesamt ist es aber ein Feld, was nicht nur wegen des Brexits, sondern auch wegen der fehlenden Einigkeit in der Europäischen Union nicht dafür prädestiniert ist, jetzt schnell tolle Lösungen hinzukriegen. Leider. Ja. Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren im vergangenen Juni selbst auf der Lifeline, im Seenotrettungsschiff. Das lag damals vor Malta. Was ist denn Ihr Eindruck, den Sie auch im Blick auf den Besuch, den Sie dort abgestattet haben, mitgenommen haben? Gibt es eigentlich überhaupt eine reelle Chance, die Menschen davon abzuhalten, den Weg über das Mittelmeer anzutreten? Und falls es den gibt, wie könnte der aussehen? Also wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen davon zu überzeugen, dass es am Ende sich nicht lohnt, sich auf den Weg zu machen, dann findet das nicht in Libyen an der Küste statt. Mhm. Die Menschen, die in Libyen sind, sind verzweifelt, sind in einer ganz bedauernswerten Situation, die menschenrechtlich untragbar ist. Und sie werden von Schlepperbanden aufs Meer gebracht,
die meiner Ansicht nach mit den pseudostaatlichen Strukturen der Milizenbande in Tripoli und anderen sozusagen lokalen Herrschaften in Libyen so eng verbandelt sind, dass die derzeitige Lösung, dass die libysche Küstenwache die Flüchtlinge zurückbringt, eine Art Drehtür ist, wo an jedem Ausgang die Flüchtlinge in die Taschen derselben bezahlen müssen, die an Land und auf See sozusagen die gleichen sind. Ja. Das heißt, die Situation ist, wenn nur lösbar, dass man tatsächlich in den ursprünglichen Herkunftsländern darüber aufklärt, dass in Europa die Situation auch nicht so ist, wie man sich es vielleicht vorstellt. Das, was ansonsten derzeit passiert ist, dass die Europäische Union dort die Humanität einfach vergisst, indem sie aufhört zu retten. Wir haben schon gesagt, ich komme aus Hamburg. Sie können mit jedem im Hamburger Hafen reden. Ein Schiffbrüchiger wird niemals nach Nation beurteilt. Mhm. Ja? Und jemanden, der im Wasser ist, nicht zu helfen, weil er die falsche Hautfarbe hat oder den falschen Pass, das ist in der Seefahrt nur selten vorgekommen. Das ist eine Entwicklung, die meiner Ansicht nach an die Grundfesten der europäischen Werte geht. Im Moment hört man recht wenig von dem, was auf dem Mittelmeer passiert. Das kann zum einen daran liegen, dass einfach, ich glaube, ein Seenotrettungsschiff überhaupt im Moment unterwegs ist. Und auch, vielleicht hat es auch andere Gründe, jedenfalls medial findet das Thema gerade aktuell nicht statt. Haben Sie mehr Kenntnis darüber, wie denn die Realität an der libyschen Küste im Moment aussieht? Es gibt ja Berichte über die Realität an der libyschen Küste, über die Situation in den Lagern. Also ich sag's mal so, Sie werden kaum jemanden auf einem dieser Schiffe finden, der nicht erpresst, gefoltert, gekidnappt, versklavt wurde. Und dann kann man sich aussuchen, nicht alles bei allen. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die in diesen Lagern Tausende von Euro sich haben von zu Hause schicken lassen, damit ihnen nicht Ohren abgeschnitten werden, Arme gebrochen werden. Die Menschen wählen lieber den Tod, als dort zu bleiben. Und dann die Chance zu haben, vielleicht gerettet zu werden. Die Leute gehen nicht mehr aufs Meer, nur weil sie gerettet werden. Ganz im Gegenteil. Es ist sozusagen die kleine Chance. Aber ich habe mit einem geredet, der war in einer Gruppe mit 5 Leuten. Die haben sich von Subsahara auf den Weg gemacht über 2 Jahre. Seine 4 Kollegen sind alle vor ihm auf ein Schlauchboot gegangen, von dem er wusste, dass es untergegangen ist. Die sind alle ertrunken. Trotzdem ist auch er aufs Schlauchboot gegangen. Das heißt, er konnte sich die Chance ausrechnen, 20% Überlebenschance. Der ist dort drauf gegangen. Die Rettung ist für das Geschäft der Schlepper nicht mehr notwendig, weil die Situation in Libyen so ist. Lieber sterbe ich, als dass ich nochmal zu Hause anrufe und wieder 5.000 Euro noch obendrauf kommen. Ja, das ist eine Situation, die so schrecklich ist. Ja. Und wenn wir diese schreckliche Situation nicht ändern können, können wir die Leute auch nicht davon abhalten, lieber den Tod zu wählen. Ne? Ja. Aber Sie gehen auch davon aus, dass im Moment weiter Schiffe in See stechen, von denen wir nur einfach nichts wissen und die vermutlich untergehen und die Menschen ertrinken. Ja. Und wir sind ja bewusst blind. Es werden ja sogar die Flugzeuge, die sozusagen Notfälle sichten sollen, künstlich an Boden gehalten. Mhm. Ja? Also das ist lieber nicht hingucken. Ja? Das ist die Situation. Ja. Einer, den Sie vorhin schon erwähnt haben und der auch ein klarer Gegner der Migrationspolitik ist, ist der ungarische Regierungschef Viktor Orbán. Viktor Orbán ist noch gegen einige andere Dinge. Er ist gegen eine unabhängige Justiz. Er hat es auch nicht so mit freien Medien, ist ein ziemlich problematischer Regierungschef im Blick auf die Europäische Union. Er hat zuletzt auch gegen EU-Kommissionspräsident Juncker in seinem Land eine Plakataktion laufen lassen. Was besonders interessant ist, wenn man sich überlegt, dass die beiden ja auch in der Europäischen Volkspartei zusammen sind. Ich frage mich, sind die größten Gegner der EU eigentlich inzwischen Mitglieder der EU? Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dass Teile des Kreml und Herr Bolton im Stab von Herrn Trump schon noch größere Gegner der EU sind. Größere Gegner als Herr Orbán? Ja, weil Herr Orbán ganz genau weiß, dass sein Land zu 95% der Investitionen von europäischen Mitteln abhängt. Und weil Herr Orbán auch ganz genau weiß, dass sobald er einen EU-Austritt forcieren würde, also der einzige Weg, wie man ihn wirklich dort wegbekommen würde, ist, wenn er so blöd wäre und offen zu sagen, dass er nicht möchte, dass Ungarn in der EU ist. Mhm. Ja. Herr Orbán ist da sozusagen geschickter. Mhm. Ich glaube, dass Herr Orbán aber zum Teil ein sehr gutes Werkzeug für die größten Gegner der EU ist. Was meinen Sie, wird er am 20. März aus der EVP, der Europäischen Volkspartei, ausgeschlossen? Was ich höre, ist 50-50. Mhm.
So. Ja. Es gab heute eine Entschuldigung von ihm. Ich weiß nicht, ob Sie die gelesen haben. Ja. Die war aber auch eher halbherzig, würde ich sagen. Genau. Also, sorry, habe ich nicht so richtig drin gelesen. Ja. Aber, Aber es ist es, erklären Sie mir, das ist das durchaus im Interesse zum Beispiel auch von Manfred Weber, also der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl und CSU-Politiker, dass Viktor Orban eben in der EVP-Familie bleibt, gerade auch im Blick auf die Wahl? Oder wie ist da die Konstellation? Ich glaube, der Weber hat da ein Riesenproblem. Das ist eine riesige Glaubwürdigkeitsfalle für ihn und es ist eines seiner größten Probleme und der muss das Problem lösen. Wenn Orban in der EVP bleibt, ist das für Webers Wahlkampf ein Riesenproblem und ist ein Mobilisierungsthema für viele andere. Daran ist Herr Orban selber schuld. Herr Orban hat alles dafür getan, zu einem innenpolitischen Thema in Deutschland zu werden, mit seinen Auftritten in Deutschland, mit seinen Vorwürfen gegenüber Deutschland, mit seiner unheiligen Allianz mit der CSU. Daran ist er selber schuld und jetzt ist er ein innenpolitisches... Er ist ja Mitglied der CSU. Also so ja, genau. Und jetzt ist er dieses Thema und das muss Herr Weber bereinigt kriegen, ansonsten ist es ein Problem für ihn. Ja. Ich glaube, dass Herr Orban ein Interesse daran hat, rausgeschmissen zu werden, weil er dann sich frei bewegen kann, nach rechts orientieren kann und sozusagen zum neuen Paten der rechtspopulistischen Antieuropäer werden kann. So eine Art, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, wie Herr Varoufakis ein Held für andere war, auf der anderen Seite so. So ein bisschen free-floating, nicht ganz zugeordnet, aber dann doch. Was Herr Orban unterschätzt, ist, dass ich denke, dass beispielsweise Herr Kaczynski, also zynisch gesagt, wenn die PiS mit Herrn Orban zusammen auf diesem Kurs geht, ist das ein super Mobilisierungsthema für die polnische Opposition und wird bei den Europawahlen und bei den Parlamentswahlen für Herrn Kaczynski ein echtes Problem sein. Mhm. Weil in Polen noch viel mehr als in Ungarn man mit einem antieuropäischen Sentiment einen Teil der Bevölkerung nur erreichen kann, aber einen größeren Teil der Bevölkerung gegen sich selber mobilisiert. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die gesammelte Front der Rechtspopulisten am Ende daran scheitern wird, dass sie eben nicht in ihren Nationalismen sich einigen können. Das ist sehr interessant, dass Sie eben gerade noch mal Kaczynski ansprechen, denn das ist ja, Sie haben das ja jetzt quasi als sogar möglicherweise eine mittelfristig positive Option dann für EU-Befürworter gekennzeichnet, wenn sich Orban und Kaczynski zusammen. So würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, es ist kurzfristig, wäre es dumm von Kaczynski, das zu machen. Ob wir jetzt ein Interesse daran haben, dass die Fidesz zu einer rechtspopulistischen Partei à la Lega Nord wird, weiß ich nicht. Weil eigentlich ist die Fidesz immer eine ernstzunehmende proeuropäische, liberal-konservative Partei gewesen, bis Herr Orban diesen Wolpertinger aus ihr gemacht hat. So. Da schlagen viele Herzen in meiner Brust. Aber parteipolitisch ist es klar, wenn Herr Weber das Problem nicht bereinigt kriegt, hat er richtig ein Problem an der Hacke und das würde seine Autorität untergraben, seine Glaubwürdigkeit untergraben. So. Ja, ich frage mich, also das ist ja sein erklärtes Ziel, auch eben mit der EVP die Europawahl zu gewinnen und dann EU-Kommissionspräsident zu werden. Mit Orban in der EVP, ginge das? Oder? Herr Orban hat ja so gegen Herrn Juncker geschossen, Herrn Weber würde er mitwählen, das ist ja noch das Lustigste daran. Nee, ich glaube... Also, Herr Weber muss das Problem bereinigt kriegen. So. Aber wie gesagt, was Viktor Orban vorhat, ich glaube, Ungarn ist ihm schon lange zu klein. Okay. Und Herr Macron hat mit diesem Dualismus, ich oder Orban, natürlich Herrn Orban sozusagen die Bühne aufgemacht, zu einem europäischen Superhelden der neuen Rechten zu werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Herr Orban das ganz attraktiv findet. Ja, aber ohne die Polen klappt das nicht. Und ich glaube nicht, dass Kaczynski so doof ist, das zu machen. Und deswegen sehe ich auch am Ende die Chance, dass eben dass auch Herr Orban damit nicht den Erfolg hat, den er vielleicht sich selber verspricht. Ja. War das ein Fehler von Emmanuel Macron, in die Argumentation so reinzugehen, entweder ihr seid für mich oder ihr habt nur den Absturz in den Rechtspopulismus? Also in der französischen Wahlkampfsituation war das eine realistische Situationsbeschreibung, auch vor dem Hintergrund der zweiten Runde gegen Le Pen, wo auch jeder wissen muss, was die klaren Alternativen sind. Mhm. Für die Vermessung der politischen Landschaft in Zentraleuropa ist das keine hilfreiche und auch keine zutreffende Beschreibung, die eher dazu führt, dass Leute, die gewinnbar sind, in die falsche Ecke abblinken werden. Ein anderes Thema, was auch im Wahlkampfprogramm der Grünen für Europa ganz wichtig und ganz groß geschrieben ist, ist der Klimaschutz. Jetzt ist das gerade bei jungen Leuten ein großes Thema. Also wir haben die Fridays for Future
und die Schüler und Studenten gehen auf die Straße. Ich habe mir gedacht, eigentlich müssten Ihnen jetzt die jungen Leute die Bude einrennen. Spüren Sie was davon? Wir haben ja seit 1,5 Jahren einen riesigen Mitgliederzuwachs. Wir sind so sehr gewachsen wie keine andere Partei. Mein Landesverband hat sich mal glatt verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Sind das gerade junge Menschen? Sind auch viele junge Leute dabei. Nicht nur, sind auch andere dabei, aber gerade auch viele junge Leute dabei. Ich habe jetzt aber keine Statistiken, die das eindeutig belegen. Zumal ja sowieso die Frage ist, inwieweit heutzutage junge Menschen sich eher in Bewegungen organisieren oder in klassische Parteien gehen. Aber die Grünen sind natürlich keine klassische Partei, die sind total hip. Natürlich nicht. Aber es ist doch super, dass junge Leute sich politisch engagieren. Also als ich jung war, hieß es immer, die Jugend interessiert sich nicht. Und jetzt gehen die jungen Leute auf die Straße, jetzt heißt es, sie sollen in der Schule sitzen und sich langweilen. Also man langweilt sich auch nicht in der Schule. Ich habe mich in der Schule natürlich nie gelangweilt. Ja. Die schärfsten Gegner einer Klimapolitik, Klimaschutzpolitik sind auch wieder die Rechtspopulisten. Und jetzt sieht es ja so aus, dass nach verschiedenen Studien und Umfragen die Rechtspopulisten insgesamt auf Europa gesehen auf bis zu 22% im EU-Parlament kommen könnten nach der Wahl. Wie kann man damit umgehen, gerade auch im Blick auf Klimapolitik und dafür sorgen, dass die EU nicht auf einmal komplett ins Hintertreffen gerät? Also das Erste wäre, dass wichtige Mitgliedstaaten wie Deutschland mit ihrer eigenen Klimapolitik positiv vorangehen und beweisen, dass es geht. Und da hat diese Große Koalition leider nicht die Ambition für, ganz im Gegenteil. Der Klimaschutz wird bei der Großen Koalition kleingeschrieben. Und es wurde in der Vergangenheit unter Gabriel, wie auch jetzt, die Axt an wichtige Bereiche des Klimaschutzes gelegt. Nicht nur im Bereich Solarförderung, auch beim Wind ist das zum Teil sehr problematisch, was dort läuft. Und selbst bei der Umsetzung der Klimaschutzziele hinkt Deutschland ja faktisch hinterher. Wenn das, was wir in Paris unterschrieben haben, 1:1 von uns unternommen werden müsste, reicht bei Weitem das nicht aus, was die Große Koalition macht. Das Zweite ist, dass man natürlich im Europäischen Parlament die Mehrheitsfähigkeit bewahren muss. Also das Europäische Parlament muss in der Lage sein, überhaupt mehrheitlich sich auf Punkte zu einigen. Und dafür brauchen wir natürlich progressive Parteien, die auch bereit sind, sich bei diesen Themen zu bewegen. Aber dazu würde der erste Schritt sein, dass man Energiepolitik bereit ist, auch eine Europäisierung dieses Politikbereichs grundsätzlich mitzugehen. Und das ist jetzt natürlich vielleicht nicht direkt das, was Sie meinen, aber wenn wir einfach sozusagen gegen den Willen unserer europäischen Partner Pipeline-Projekte mit Russland einseitig vorantreiben, ist das natürlich genau das, was wir nicht brauchen, wenn wir sagen, okay, wir müssen uns alle bewegen, es kann nicht nur um nationale Interessen gehen, wir haben das gemeinsame Interesse Klimaschutz, weil damit die Glaubwürdigkeit der deutschen Rolle in Bezug auf Kohleausstieg, in Bezug auf Erneuerbare unterwandert wird, dass man an der Stelle plötzlich sagt, da wollen wir aber nicht, dass die EU mitredet, wenn wir unsere Gaspipeline mit Russland bauen. Wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfasse, dann kommt für mich aber unterm Strich trotzdem raus, im Moment sieht es dann schlecht aus für das Projekt Klimaschutz in der EU, oder? Naja, die EU hat ja sozusagen eher positive Werte noch, und ich glaube, also sozusagen positive Vorgaben, die natürlich uns nicht ausreichen, aber wir müssen versuchen, die Mehrheiten im Europäischen Parlament da so zu gestalten, dass da weiter Druck für gemacht wird, die zu verstärken und defensiv, dass wir diese Maßnahmen natürlich verteidigen. Aber werden wir sehen. Also wie wissen wir, wie die Europawahl ausgeht? Ja, vor 6 Monaten hieß es noch, die französischen Grünen würden kaum Stimmen kriegen. Jetzt stehen die französischen Grünen sehr gut in Umfragen da und könnten durchaus 10 bis 20 Abgeordnete stellen. Also so wie bisher oder sogar mehr. Ja, also ich würde sagen, die letzte Messe ist da noch nicht gelesen. Und ich hoffe, dass diese Europawahlen mehr Leute an die Urne kriegen werden als letztes Mal und vielleicht auch mehr die progressive Parteien wählen wie die Grünen. Wann geht denn der Europawahlkampf eigentlich richtig los? Also jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass viele Menschen auf der Straße davon noch nicht so viel merken, dass jetzt Ende Mai gewählt wird. Und was machen Sie eigentlich? Werden Sie auch aktiv? Ja, ich habe irgendwie mein Kalender im Mai ist schon ziemlich belegt in Hamburg. So. Also alle, die noch einen Termin wollen, sollten sich bald melden. Aber nach Ostern, denke ich, wird es richtig losgehen. Ich habe gesehen, dass Sie vor 2 Jahren ungefähr mal mit Manfred Weber auf einem Podium saßen und darüber gesprochen haben, ob die Demokratie noch zu retten ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hoffentlich der Fall ist. Und was ich mich frage ist, reden wir vielleicht ein bisschen zu viel darüber, was alles Gefahren sind, uns bedrohen, und viel weniger darüber, was eigentlich funktioniert, was gut ist und was man weiterentwickeln sollte? Also es gibt in der europäischen Politik tatsächlich Sachen, die funktionieren, die dann oftmals sogar ziemlich schlecht geredet werden. Also beispielsweise im Bereich Datenschutz kann man über einzelne Maßnahmen streiten, aber sind wir heute in einer viel besseren Situation als vor 10 Jahren. Dadurch, dass die Europäische Union sich dessen annimmt, Gesetzgebung funktioniert, bei der Bankenunion ist durchaus einiges vorangegangen.
Es gibt den Euro übrigens noch, obwohl ich seit 2009 immer höre, morgen ist der Euro weg. Ja. Also man muss nicht nur negativ reden, aber klar ist, wir haben große Herausforderungen vor uns und schön reden hilft da nicht. Und wir werden eine starke Europäische Union, starkes Europäisches Parlament, eine starke Europäische Kommission brauchen, wenn wir diese Herausforderungen bewältigen wollen. So. Wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich würde gerne, bevor wir aufhören, noch ein kleines Spiel mit Ihnen spielen. Müssen Sie sich keine Sorgen machen, es ist nichts Böses. Ich würde Ihnen nur gerne drei Sätze vorlesen und die könnten Sie dann vervollständigen. Und zwar der erste. Meine Lieblingsstadt in Europa, außer Hamburg, ist? St. Petersburg, Prag und Lissabon. Drei Lieblingsstädte, das ist gut. St. Petersburg ist dann natürlich die Europa im Sinne von Nicht-EU. Sie haben Europa gefragt. Sie haben recht, ja. Außerdem eine westlichere Stadt als Berlin. Touché. Diese europäische Sprache lerne ich als nächstes. Ich wollte immer Französisch lernen, aber mal gucken. Ja. Ich glaube, Sprachkurse, Plattdeutsch. Und das ist ein Ort in Europa, an dem ich noch nie war, aber wo ich unbedingt mal hin möchte. Ein Ort in Europa, an dem ich noch nie war. Nicht antworten darf ich nicht, ne? Sie können sich, ich kann es Ihnen einfacher machen. Sie können ja vielleicht, wir können uns auch noch mal einen, waren Sie vielleicht in irgendeinem Land noch nicht, das Sie noch reizt? Also ich war zum Beispiel oft in Budapest, aber ich war noch nie so richtig in der Pampa, also auf dem Land in Ungarn. Mhm. Es gibt auch viele Gegenden in der Ukraine, in denen ich noch nicht war, auch Orte in Polen, wo ich nicht, in Deutschland war ich auch, in vielen Städten noch nicht, wo ich noch nicht die Zeit hatte, sie mir in Ruhe anzugucken. Mhm. Klar, also Carcassonne zum Beispiel war ich noch nie. Aber ein Ort ist ja eigentlich noch was Tieferes, noch durch mehr beschrieben wird. Aber vielleicht ist das auch so der Punkt. Man kann an vielen Orten Europa spüren. Mhm. Und das sind für mich immer die Orte, wo man spürt, dass Europa eigentlich niemals ein monoethnisches Projekt war, sondern dass Europa vor dem 20. Jahrhundert davon geprägt war, dass es sozusagen geprägt war von kulturellem Austausch, von sich einem gegenseitigen Befruchten von verschiedenen Hintergründen und dass das letztlich das Faszinosum des europäischen Kontinents ausmacht und auch seinen Erfolg über Jahrhunderte ausgemacht hat. Und ich liebe eigentlich alle Orte, wo man das noch ein bisschen spürt. So. Das war ein ausgesprochen schönes Schlusswort. Haben Sie vielen Dank, Herr Sarrazin, für dieses Gespräch und für Ihre Zeit, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Das war Europa hat die Wahl und die haben Sie auch und zwar am 26. Mai und dann gehen Sie doch wählen.